In dem Moment, wo das Silicon Rubber voll läuft, läuft das Chlormethan voll und das Hydrochlorid Acid wird nicht mehr produziert. Also im Prinzip braucht man entweder, man kann es theoretisch ja per Applied Energistics kann man es machen. Man kann einfach die Flüssigkeiten per Storage Bus ranpacken und sagen, wenn es über eine gewisse Menge drüber ist, dann lösche es. Also mit Level-Emittern und dann Exportbus in eine Garbage-Can rein. Da ist aber das Problem, dass zum Beispiel bei diesem Rezept mit Pech irgendwann es dauerhaft läuft, ohne dass ich es überhaupt brauche. Also im Sinne von, angenommen, das läuft irgendwann voll, weil Silicon Rubber ist voll und das würde auch irgendwann voll laufen. Das heißt, es kann einen Zustand geben, wo dieses Rezept nicht mehr laufen muss. Mit anderen Worten, gibt es irgendwann einen Zustand, wo wir eigentlich kein Chlorin mehr verbrauchen würden. Wenn wir jetzt aber dauerhaft beides immer löschen, meinetwegen ab 63 Buckets, beides dauerhaft löschen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir immer genug Chlorine haben. Wenn es aber voll läuft irgendwann, können wir auch einfach nur ein Zehntel von der Chlorine produzieren. Oder ein Hundertstel, weil wenn es irgendwann voll läuft, ist es egal, es läuft voll. Das ist nämlich das Problem. Und deswegen würde ich tendenziell halt immer aufteilen und die Nebenprodukte nicht machen. Es ist halt nur extremst schade, weil einfach so viel flöten geht dabei. Deswegen bin ich am Überlegen. Aber tatsächlich, weil Chlorine produzieren wir, das heißt Methane brauchen wir nur, Propan produzieren wir. So. Weil wenn man jetzt nämlich guckt, das ganze System, was wir bauen, basiert eigentlich darauf, dass es irgendwann voll läuft. Also wenn man jetzt hier beispielsweise guckt, wir haben Sulfuric Light Fuel, produzieren wir aber nur ganz langsam. So, und das haben wir auch nur, weil Steamcracked Light Fuel beispielsweise voll ist. Das heißt, in dem Moment, wenn wir jetzt mal Steamcracked Light Fuel dauerhaft verbrauchen würden, würden wir nicht ansatzweise genug Sulfuric Light Fuel produzieren. Da aber das Steamcracked Light Fuel irgendwann voll läuft, brauchen wir keine höhere Produktion von Sulfuric Light Fuel. Oder umgekehrt? Keine Ahnung. Also ich glaube, man versteht das Prinzip dahinter. Und deswegen ist halt es ein bisschen doof oder wie auch immer man das sagen will, mit den Nebenprodukten. Weil man schmeißt eigentlich weg, obwohl man es nutzen könnte. Aber es gibt halt keine Möglichkeit, dass wir Tanks benutzen oder sowas, wie die Draw. Also beispielsweise hier unten kann ich halt einfach Void Upgrades reinpacken und angenommen, ich produziere jetzt ich glaube, irgendwo habe ich das sogar gemacht. Oder hatte es gemacht? Ich glaube, ich hatte es gemacht. Aber als Beispiel hier drüben, bei denen hier. Man könnte im Prinzip einfach das Aluminium Dust in ein Drawer auslagern lassen mit einem Void Upgrade. Dann hat man immer Aluminium das da, aber es läuft halt nicht voll, also es wird niemals irgendwie Root-Teil Probleme geben. Deswegen, aber ich habe mich jetzt bei den Sachen darauf entschieden, nicht zu machen. Genau, hier wird Light Fuel, wird da, also aus Sulfuric Light Fuel wird Light Fuel gemacht, aber Light Fuel läuft halt irgendwann voll. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich tatsächlich, ja hier beispielsweise auch. Also es ist halt in Ordnung, man sollte es eigentlich behalten oder lagern, aber solange es im Prinzip voll läuft, verbrauchen wir es nicht in den Mengen. Das heißt, das Zwischenlagern würde nichts bringen, weil es eh alles dumpen würde dann irgendwann. Und deswegen gucke ich halt bei den Rezepten immer danach, lohnt es sich, haben wir viele Nebenprodukte, hier beispielsweise auch. Hier hätten wir Isopren als Nebenprodukt, was wir eigentlich sogar nutzen könnten, um Raw Rubber Pipe dann zu machen, irgendwann. Also ja, wie schwer ist der kleinste Quantum-Tank? Ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm, den könnten wir bauen. Also das ist echt, ja gut, Osmium müsste ich herstellen. Aber könnte ich im Prinzip. Also ich würde sogar sagen, das können wir auch machen, ja. Gut, man muss halt gucken, Radon ist Gold und Mercury ist Cinnabar-Dust und ich glaube, genau, Cinnabar kriegt man, also tatsächlich selbst den zweiten könnten wir machen. Das sind Titanium-Plates, das sind Prozessoren, das heißt,
Das geht alles. Das müssten wir halt machen. Gut, ist halt, wie gesagt, einfach nur Osmium. Nether Star. Ja, das können wir anscheinend nicht machen. Also so oder so würde ich das tendenziell eher skippen, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, Nether Stars zu farmen. Und ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie eine Möglichkeit haben, das automatisch zu machen. Also tendenziell würde ich, wie gesagt, den halt eher skippen. Gut, wenn wir jetzt hier die Prozessoren noch machen würden, was halt tendenziell eigentlich das ist, was wir machen wollten. Ja gut, okay, hier wäre Nether Star. Ja, also theoretisch bis zu den zweiten könnten wir machen. Ja, natürlich, also ein, zwei Mal klatschen ist kein Problem, aber ich sag mal, wenn wir das jetzt wirklich auf Quantum Tanks umbauen, müssten wir den hunderte Mal machen. Ja, hier, also an sich ist die Nanocomputer, was halt nicht so viel Arbeit mehr ist eigentlich, sind halt nur ein paar Rezepte plus 600 EU. Aber hier ist halt das Problem. Weil den Improved Nether Star, gut, Radion ist halt kein Problem, aber wieder Nether Star. Kann man den... Warte mal, kann ein Nether Star zu einem Nether Star Dust machen? Ah, okay, gut, hier kriegt man 4 raus. Schade eigentlich, also... Das wäre cool, wenn man das auch irgendwie automatisiert hinkriegen könnte. Aber... Das klappt vorne und hinten nicht. Ne. Nether Star Lens, ne, das klappt alles nicht. Ich hasse den Wither, da klatsche ich lieber den Ender Dragon. Tatsächlich brauche ich beide nicht. Sagen wir es mal so. ja, also lange Rede, gar keinen Sinn. Im Endeffekt ist das auch nicht wirklich eine Option. Weil für die, egal, selbst wenn man die größten nimmt, das sind 256 Millionen Millibuckets. Die laufen tendenziell halt auch irgendwann relativ schnell voll. Es hört sich blöd an, aber wenn wir jetzt so 12 Sekunden, also einfach mal mit 12 Sekunden oder meinetwegen mit 30 Sekunden rechnen, und wo wir ein Bucket teilweise bekommen, sind das, was hatte ich gesagt, wie viel ist der Größe? 256 Millionen, genau. Das heißt, 256.000 kriegen wir in 30 Sekunden durch 3.600 durch 24 sind 88 Tage. Also das sind circa 3 Monate, dann ist das Ding auch voll. Also, es ist nicht wirklich eine Lösung. Es verschiebt das Problem eigentlich nur weg. Deswegen, also man bräuchte tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit, einen Tank mit einem Void-Upgrade zu nutzen. Und das haben wir halt leider nicht. Wofür man alles den Nether Star braucht oder diesen Improved-Gedöns. Also den Improved anscheinend nur für die Feldgeneratoren, die man dann... Na, Quadar-Reaktor? Okay. Ja, den braucht man später dann für ein paar Sachen. Ja gut, Battery Charger ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, also die braucht man später tatsächlich für ein paar Sachen. Und den normalen braucht man eigentlich... Routing Spikes? Okay. Tatsächlich braucht man den gar nicht mal so oft. Da braucht man halt für diese ganzen Gravitationssachen. Aber wie gesagt, es wird halt auch nicht wirklich das Problem irgendwie verschieben. Es wird das Problem nur verschieben, also... Ich weiß nicht, Barrel, Tank, was gibt's noch vielleicht? Ich glaube, wir werden Skeletons oft sterben sehen, wenn es Quests sind und eine zerstörte Base. Nein. Also tatsächlich, wenn ich den Wither mehrmals töten müsste, würde ich mir definitiv jemanden holen, der es macht. Ist aber tatsächlich auf jede Art von Mob basiert. Also deswegen, ich bin auch tatsächlich am Überlegen, mir für die Bienen jemanden zu holen. So,
Stimmt, ich wollte hier mal reingucken. Ja. Machen wir mal so. Dann kriegen wir mal ein paar Drops. Ja, also ich selber, ich habe Lust ohne Ende auf Bienen. Ich finde Bienen oder auch die Bäume neben Technik, also als eine der besten Nicht-Technik-Mods. Das Problem ist halt nur, das kann man im Stream niemanden antun. Weil Gendistry braucht halt eine ganze... Gut, Gendistry ist hier gar nicht drauf, aber selbst die Dinger hier brauchen halt eine ganze Zeit... Brauchen gar nicht mal so viel. Die sind gar nicht so schwer mehr. Das geht tatsächlich sogar. Ja gut, muss ich eine IV-Maschinenhalle, ist mir egal. Ja, hier muss ich auch mal alles kaufen. Hier, Natural Age. Das ist gar nicht mehr so viel. Gut, man muss sowieso nicht alle Bienen machen, also man muss halt nur ein paar machen. Ja, also wie gesagt, wenn... Also ich überlege mir das die nächste Zeit nochmal, wenn ich Hilfe brauche, werde ich das definitiv, ich sag mal, anmelden im Discord. Das heißt, da werde ich einfach mal fragen, wer will helfen, bla, oder irgendwas in der Art. Und dann gucke ich, wer da ist und wen ich dann tatsächlich nehme. Ich sag mal, es schadet nicht oder es würde sogar helfen, wenn man regelmäßig da ist, was bei dir ja eh der Fall ist. Aber ja, ich muss mal gucken. Ich weiß es noch nicht, wie ich das am besten mache. So, aber sind die mittlerweile durch? Scheinbar ja. Ich habe lang genug gequasselt. Ah gut, da sind jetzt noch ein paar. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Das heißt Secret Assembling Machine. So. Was hatte ich hier jetzt eigentlich nochmal für ein Problem? Ach stimmt, dafür müsste ich erst noch wieder welche neue aufbauen und das wollte ich noch nicht, genau. So, dann nehme ich jetzt erstmal, ja, sagen wir mal 16 Stück. Und 8 normale Sampling. Okay, wo auch immer der jetzt noch herkommt. Was für eine Mod wäre es, wenn du selbst einmal programmieren würdest? Irgendwie Technik-Mod-mäßig was. Mir fehlen ernsthaft Roboterarme jetzt schon. Ach du Schande. 100 Stück. 100 Stück. 100 Stück, so. Von dem bitte auch mal 100 Stück. Das wäre auch sowas, was ich eigentlich mal irgendwie im Dauerexport oder so machen müsste, aber naja. Aber ich selber, ich bin nicht kreativ genug, um vernünftig Mods zu programmieren. Das ist das Problem. So, nicht noch detaillierter als Cracktech mit mehr Bauteilen und Co. Ich will es nicht verneinen, dass es darauf hinauslaufen könnte. So. Dann werden wir jetzt mal die ersten Rezepte umziehen lassen. Circuit Assembling, alle, ja. So, warte, die brauchen alle eigentlich... Ja, hier hat sich schon wieder irgendwas aufgehängt. Ich hasse es. Ja, hier ist auch irgendwas. Die brauchen auf jeden Fall Tin. Vielleicht hast du ja irgendwann mal Zeit für... Ne. Also tatsächlich, bevor ich das machen würde, würde ich eher allgemein mal meine Spiele programmieren. Weil ich habe generell etliche Ideen noch, was man so an Spielen programmieren könnte. Aber Detailwissen ist halt bei mir immer so ein bisschen das Problem, da hapert es dann irgendwann dran. So, dann wollen wir mal. Ich habe die alle schon umgestellt. Yep. Zack. Ups. Ich würde aber auch sagen, Upgrade brauche ich nicht. Nee.
kann. Okay. So. Jetzt sollten eigentlich alle langsam, aber sicher dazugekommen. Was ich schade finde, ist, dass Elorum Red Power nicht mehr macht. Sie macht ja ein eigenes Game draus. Was? Okay. Ja, die TBMS und so, der Computer, ja. Ich habe keine Ahnung, also ich bin bei Mods echt komplett raus mittlerweile. Also ich war früher recht tief drinne, sage ich jetzt mal, aber mittlerweile... Tunnelbohrmaschine, ja genau, haben wir ja auch in... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Tech Company damals, haben wir ja auch, eine kleine Maschine gebaut, nennen wir es mal so. So, die Sachen alle einmal rausnehmen. Und die Maschinen auch abreißen dafür. Project Red und Co. könnte mit Red Power echt nicht mithalten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, was groß die Unterschiede sind. Oh. Also tatsächlich, Rubber ist wirklich Mangelware. Ich werde auf das andere Rubber umsteigen. So. Das Ding ist... Hier, dann... das ist... Integrated Logic Circuit. Integrated Logic. Yep. Dann haben wir Good Integrated Circuit. Ich mach's einfach mal so. Kann man da noch eine besseren draus machen? Nein. Dann, was ist der nächste? Ich weiß gar nicht, wo der Advanced ist, um ehrlich zu sein. Hier, Integrated Processor. Ah, hier, Basic Electronic. Achso, Integrated Circuit ist was anderes. So, Basic Electronic. Dann Good. Und dann kam der andere. Ich will die halt so ein bisschen ordnen zumindest. Weil sonst verliere ich, glaube ich, den Überblick. Genau, und der hat jetzt den, auch wenn jetzt die ganzen Rezepte sich aufhängen werden. So. Project Red und blablabla. Mit Red Power Frames damals. Elorum hatte zumindest für Red Power 2 Open Source machen sollen oder an wen anders abgeben können. Bei Red Power gab es einfach viel mehr. Da gab es ja noch diesen blauen Strom und diesen Computer und sowas alles. Den blauen Strom Project kann man ganz einfach decompilen, aber da ist irgendwie useless. Naja, würde ich schwierig machen. Mit dem Decompile. Tatsächlich decompilen. Jein. Also, da es in Java ist, ist so. Ja, ich würde sagen, semi-gut. Ich bin nicht so ein wirklicher Freund davon. So. Gut, die Dinger, ja, passt. Dann, das kann man auch nicht weitermachen. Dann war der nächste... Der Integrated Processor, würde ich sagen. Hier, der... Ne, Good Integrated haben wir hier schon, genau. Und jetzt einfach nur Integrated Processor ist der nächste. Aus denen hat man dann Processor Assembly gemacht.